Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist ein ganz besonderer Tag, eigentlich aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, dass ich zum allerersten Mal mit euch in meiner neuen Werkstatt filme. Die ist so wunderschön, ihr seht sie ja schon im Hintergrund. Also ich liebe diese Werkstatt, die ist so wunderschön geworden. Ich bin richtig stolz darauf. Ich habe dazu auch ein Making-of aufgenommen. Allerdings werde ich jetzt darauf, glaube ich, heute gar nicht so weit eingehen, weil es eigentlich um was ganz anderes geht. Es geht nämlich heute um Weihnachten. Und dieses Making-of, das werde ich euch nochmal einfach in einem separaten Video zeigen, weil da doch ziemlich viele Ideen entstanden sind, die auch für euch interessant sein könnten. Da muss ich aber auch nochmal so ein bisschen ausfiltern, das Video ist noch nicht geschnitten, weil ich einfach auch noch gar nicht so richtig weiß, was ist für euch interessant und was ist für mich interessant, weil ich halt eben eine Werkstatt habe. Genau, aber es ging auch gar nicht anders, ne? Also ich musste unbedingt aus der Garage raus, weil es einfach so kalt draußen geworden ist. Also ich meine, ihr seht es ja, ihr spürt es ja, es ist der Winter steht vor der Tür und die Hände waren kalt, es hat sehr doll geschallt, wenn man halt Videos aufnehmen wollte und ja, also es ging einfach gar nicht. Und ihr habt es ja schon im Herbst mitbekommen, als die Bäume da so laut im Hintergrund waren und deswegen habe ich gedacht, nee, ich muss mir jetzt irgendwie eine Alternative überlegen und das ist meine Alternative und die Alternative ist wunderschön geworden, wirklich. Also ich bin so glücklich und so stolz auf meine neue Werkstatt. Ja, und jetzt kommen wir aber zum Weihnachtsspecial. Darum geht es nämlich heute. Ihr habt euch ja über Facebook von mir gewünscht, dass ich für euch jeden Tag ein Adventstürchen öffne mit kreativen Beiträgen. Und da habe ich mir überlegt, neben all den ganzen Posts, die ich mache, poste ich jetzt auch einfach mal ein paar Videos, wo ich quasi euch Ideen vorstelle, wo es einfach mal ein bisschen auch um Basteleien geht, weil ich das ja sehr selten mache. Ich mache ja sonst eher immer Möbelstücke. Und sowas bringt mir auch viel Spaß. Von daher habe ich mir gedacht, so, okay, jetzt probiere ich selber mal so ein paar Sachen aus. Insgesamt sind, glaube ich, 5 Videos entstanden. Heute drehe ich noch eins, also es wäre dann quasi das fünfte Video, was ich heute drehen werde. Und ich verrate jetzt aber noch gar nicht so viel, weil ich auch gar nicht weiß, in welcher Reihenfolge ich es am Ende hochladen werde. Genau, und was ich auf jeden Fall nochmal sagen möchte, ist, dass ich zu den einzelnen Videos nicht jedes Mal ein Intro machen werde, wo ich quasi das Video vorstelle, weil es nicht notwendig ist, denke ich. Und ich werde natürlich erklären, wie die Dinge entstehen und was ihr machen müsst. Also die einzelnen Schritte werde ich ganz normal erklären, wie ich das auch in den anderen Videos gemacht habe. Aber ich werde halt nicht jedes Mal eine Einleitung machen. Genau, und ja, also die Sachen habe ich ja schon gemacht und die waren auch sehr einfach umzusetzen. Es sind witzige Sachen dabei entstanden, es sind coole Sachen dabei entstanden und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, wie ihr sie findet und ob ihr sie nachmachen werdet. Ich freue mich natürlich, wenn ihr euch die ein oder andere Idee dann halt zu Herzen nimmt und sie nachmacht für euer eigenes Zuhause und mir da fleißig Bilder bei Facebook drunter postet. Über sowas freue ich mich echt immer richtig toll. Und ja, also ich würde sagen, ich rede jetzt auch gar nicht viel länger, sondern starte mit dem ersten Video und wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Bis ganz bald, tschüss! Hier seht ihr eine Materialübersicht für die Rentiere, die wir heute basteln. Ihr benötigt ein offenes Sixpack, Pfeifenreiniger, Wackelaugen, kleine Bauschel und Heißkleber. Zuallererst habe ich die Etiketten mit warmem Wasser von den Flaschen gelöst. Nachdem das geschehen ist, schneidet ihr die Pfeifenreiniger in 6 gleich große Stücke für das Geweih. Meine waren ca. 20 cm lang. Sobald ihr alle Stücke zurechtgeschnitten habt, wickelt ihr diese einmal um den obersten Flaschenhals herum und fixiert sie, indem ihr sie hintenrum verknotet. Als nächstes schneidet ihr den Pfeifenreiniger in 12 Stücke, die ca. 4 bis 5 cm lang sind, und wickelt sie oberhalb des Geweihs einmal herum. Dafür habe ich einen Abstand von ca. 2 bis 3 cm gelassen.
Nun könnt ihr die Wackelaugen mit Heißkleber befestigen. Ich habe mich für zwei Variationen entschieden, wie ihr hier seht. Zuletzt bringt ihr das rote Näschen an, wofür ich ebenfalls den Heißkleber verwendet habe. Tada! Fertig sind unsere süßen Rentiere. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und wünsche euch weiterhin eine richtig schöne Vorweihnachtszeit. Bis ganz bald. Tschüss!